Wie geht's euch so? Also. Läuft. Ja, also, da wir jetzt so ein wunderbares Bild haben, wir machen dann jetzt hier mal. Nein, wir machen noch nicht Schluss. Ich habe ein Problem. Ich habe deswegen das Problem, weil es könnte das vorzeitige Ableben unseres ersten Sims in dem Spiel hier sein. Ja, perfektes Thumbnail für YouTube, aber wirklich. Moment mal. So. Ah! Dann krieg ich's wenigstens raus. Ja, das wird was. So, wie retten wir sie denn? Wo ist denn Hawaii? Feuer. Löschen. Löschen. Sie haben alle den Befehl zu löschen. Okay. Na gut. Eventuell müssen wir uns gleich von unserem Sim verabschieden. Hemka! Kaputt! Schlimmer! Und der Weihnachtsmann ist auch noch da. Hemka! Kaputt! Wow, du hast mir buchstäblich gerade das Leben gerettet. Worte reichen nicht. Die Sprinkleranlage kam gut. Worte reichen nicht annähernd aus, um zu schreiben, wie dankbar ich bin. Wirklich, das werde ich nie vergessen. Hasper! Ich hab wenigstens Versicherungssumme gekriegt. Sehr schön. Okay. Chris Bunker. Sie macht mal Folgendes. Auch wenn das ein bisschen untypisch für sie ist, sie geht mal unter die Dusche, um sich mal kurz den Ruß abzuwaschen. Und danach lasse ich sie mal draußen schwimmen. Sie braucht ein bisschen Entspannung. Seien wir ehrlich. Können Sims eigentlich auch sterben? Ja. Ja. Bei sowas wie eben gerade gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie dann sterben. Ist wirklich so. Sims können, also sie können durch Alter sterben, sie können durch Unfälle sterben, sie können, selbst an Depressionen können sie sterben, wie ich mal ganz am Anfang des Spiels das hingekriegt habe. Also, es geht alles. Und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei so einen Sachen wie gerade eben, ja, durch zu viel Wut auch, klar. Dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Also es ist im Prinzip nachgebildet, wie man wirklich auch in echt sterben kann. Ne? Also das sollte man vielleicht so sagen. Oh, unerwünschtes Geschenk. Da frage ich mich echt, wie sie das überleben konnte. Ja, na gut, sie sind ein bisschen comicartig. Ja, also sie sterben nicht sofort, ja. Zu hohe Verspieltheit? Echt? Da können die auch sterben? Was passiert denn dann? Dann drehen sie durch oder wie? Okay, aber erstmal hier. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Das Geschenk war für dich gedacht, sei dankbar. Das beeinflusst die Manieren oder, klar, gib es jemand anderem, beeinflusst Empathie. Das dürft ihr jetzt gerne mal entscheiden. Weil ich persönlich finde, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Ich sag mal so, du bist zwar dankbar, dass es dir geschenkt worden ist, aber es ist ja dein. Du
kannst es daher eigentlich verwenden, wie du willst, ob du es wegwirfst, weitergibst etc. Das ist jetzt relativ egal, finde ich dann. Vielleicht sollte man es nicht sofort entsorgen, wenn man es bekommen hat. Da sollte man schon dankbar sein. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man sagt, man braucht es nicht unbedingt. Ja, okay, du denkst, die sterben dann durch Herzstillstand. Ja, würde ja passen, ne? Also wenn sie sozusagen zu aufgedreht sind, dann ist es so ähnlich wie bei Wutanfällen, dann Herzinfarkt. Ja, würde ja passen. Aber ja, du bist für die Zweite. Klar, gibt es jemand anderem. Wie gesagt, wäre auch mein Gedanke. Ist halt die Frage, ob das so gemeint ist im Sinne von, hier hast du das Geschenk und du drehst dich um und sagst, hier bitte, ist deins. Das ist ein bisschen, das wäre taktlos, sagen wir es ehrlich. Aber wenn du wirklich was geschenkt kriegst, wo du dann sagst, okay, pass mal auf, ich habe es jetzt, einen Monat später oder sowas, dass du sagst, ich gebe es dann weiter oder so für jemanden, der es dann eher gebrauchen kann, bevor es dann in der Ecke liegt, nicht verwendet wird oder sowas, denke ich, ist das sinnvoller. Ne? Also, wenn man sagt, pass mal auf, hier, du kannst das gebrauchen, nimm du das. Aber ist nur so meine Ansicht. Sieht jeder ein bisschen anders und deswegen nehmen wir Nummer 2. Ich mach's jetzt einfach mal. Ne? Also Peter, du bist wenn schuld. Wir machen das mal. Also passiert da nichts. Der Rat von Nawai hat die Charakterstufe von Brigitte beeinflusst. Empathie steigt, Manieren sinken. Ist sogar gut. Weil die soll ja so ein bisschen extravagant und ich sag jetzt mal abgehoben werden, wenn sie nachher volljährig ist, weil da soll sie ja Schauspielerin werden und dann brauchst du so ein bisschen die Diva-Art, finde ich. Mal schauen, ob wir das hinkriegen in der Erziehung. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja auch nicht schlimm. So, ihr geht's gut. Also unsere Seniorin hat das kleine Brändlein hier nicht wirklich ernst genommen und ihr geht's gut. Was wir aber nachgucken müssen ist, wir haben ein wenig, ja, ich sag jetzt mal kaputte Sachen. Wir müssen mal was ersetzen. Also, das ist alles in Ordnung. Das muss auch ersetzt werden. Hier muss geputzt werden. Gott sei Dank haben wir eine Nawai, die dafür da ist, den Boden zu putzen und zu saugen. Dafür ist sie doch. Sie ist prädestiniert, jetzt mal zu putzen. Da freut sie sich doch sicherlich. Ich weiß übrigens gar nicht, das könnt ihr mir mal beantworten. Wo kam denn der Sprinkler über ihrem Kopf her? Wo kam die Sprinkleranlage her? Weil die haben wir nicht verbaut. Wir hatten die aktiviert oder wird die automatisch aktiviert, weil jetzt hier die Leute kamen zum Löschen oder wie? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Oder liegt das daran, dass wir hier unten irgendwo einen Feuermelder haben? Ich fand das interessant, dass das passiert. Vielleicht habe ich ja auch irgendwo was verbaut, was ich gar nicht weiß. Ja, guck mal, warte mal. Irgendwo in den grauen Kasten. Ich glaube, ich habe ihn hier drin. Brandvorbeugungssystem habe ich hier. Sicherheit kommt an erster Stelle. Verwende diesen Schaltkasten zur Steuerung des Sprinklersystems deines Gebäudes im Fall eines Feuers oder einer anderen Industrieunfalls. Ah, okay. Zimmerdecke zur Befestigung. Okay, gut. Ich habe ganz vergessen, dass ich den hier hingepackt habe. Aber das ist wirklich das Sprinklersystem. So viel zu Bränden. Wir haben selten Brände. In den Sims 4, bei den Sims 4 brennt mal der Herd gelegentlich, aber so schlimm ist es halt nicht. Okay, wir schicken mal. So. Denn ganz ehrlich, ich habe den schon in manchen Häusern gehabt. Der hat bei mir noch nie funktioniert. Vielleicht funktioniert er ja jetzt regelmäßig oder zuverlässig, aber bei mir hat er eigentlich noch nie funktioniert, gebe ich zu. Es war aber auch ein großes Feuer. Ach ja, schön. Nawai, die auf ihre Figur achten muss. Beim Trockner immer daran denken, den Flusenfilter zu säubern. Hat der überhaupt einen? Also, in echt, ja. Ja, das mache ich ja immer da, aber der hat einen? Ja,
nie drauf geachtet. Okay, ich danke für die Info. Anscheinend habe ich da was vergessen. Kann mal zum Feuer führen. Es läuft heute. Guck mal, wie rund heute alles läuft. So. Du hast heute auch das erste Mal den Sprinkler gesehen. Also, ich habe den noch nie gesehen. Ich habe, wie gesagt, dieses Ding habe ich schon öfters hingepackt, weil ich dachte, das gehört ja irgendwie zur Feuergeschichte dazu. Vielleicht ein größerer Rauchmelder oder was auch immer. Aber er hat nie was ausgelöst. Das ist ja mit den Hochhäusern damals dazugekommen und trotzdem irgendwie nie was gemacht. Und heute das erste Mal. Ich lasse ihn mal alleine. Ja, also diesen Job lass ich sie mal alleine machen. Den nächsten dann mal wieder. Ich würde gerne hier mal kurz bei der Familie bleiben. Ja, Kamera. Dreh nicht durch. So. Und hier quatschen wir mal eine Runde. Aber ich habe noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Ja, meine löschen auch sehr schnell, ne? Wenn es brennt, dann greifen die zum Feuerlöscher und das ganze Ding ist Geschichte. Oder es kommen halt Nachbarn sehr schnell reingerannt und löschen dann. Dass sozusagen das wirklich nötig wird, dass eine Sprinkleranlage anspringt. Die kam recht spät, wenn er mich fragt. Aber andersrum, man kann ja auch hier Türen abschließen für alle möglichen Leute. Also ich verstehe, warum das System drin ist, als Notfall, falls alles andere versagt. Hier fehlt was. Ich bin mir sicher, da war damals mal ein Lichtschwert ausgestellt. Hat sich wohl wieder eingepackt. Genau, du denkst, falls alle... Na, nicht, da, nicht nur dann, ne? Also wenn du sozusagen alle bei der Arbeit hast, wenn die nicht mehr da sind, du als einziger Sim dann nur noch da bist und du die Tür für alle anderen Sims absperrst, ne? Also im Sinne von, es kommt niemand rein außer du selbst, dann macht das alles Sinn. Dafür ist es, denke ich, gedacht. Aber ich kann mich auch rühren. Okay, Energie. Doch, sie kann eigentlich mal. Was passiert denn eigentlich bei ihr mit Nacktbahn? Also, sie wird jetzt verpixelt, aber mich interessiert es mal, weil dann nur das Oberteil oder wie? Also, sie müsste ja die Schwanzflosse trotzdem kriegen. Interessiert mich nur mal. Ja, okay. Gut. Es war mal ein Versuch. Hat mich mal interessiert. Das geht doch wieder nicht. Buggy. Moment. Ah, Inselleben würdest du dir auch holen. Das würde mich... Also, ich empfehle es dir. Inselleben macht mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich mag diese tropische Variante, ne? So. Ja, perfekt. Wir wissen ja... Im Alter, ne? Das Alter macht ihr zu schaffen. Eindeutig. So, aber eins meiner liebsten DLCs ist das Inselleben. Von der Optik her, von der Art, macht es einfach... Hallo? Spaß. Auch wenn es gerade so 2, 3 Bugs gibt, die ich hier gerade sehe. Alles gut. Das zweite Add-on, weil du gerade Schnee sagst, ist Mount Komorebi oder wie der hieß, also kurz um Ab in Schneeparadies. Ja, das Ding ist auch noch sehr, sehr schön, was die Bauten angeht. Also Spielinhalt-Tiefe fand ich jetzt nicht so extrem in dem Ding, aber was eben die Möglichkeit dieses asiatischen Settings angeht, ne? Die Bauten in Richtung asiatisch, die fand ich dort sehr, sehr schön. Da habe ich auch ein paar gemacht, ne? Es gibt da dieses Fitnesscenter, was ich gebaut habe. Ein Restaurant im chinesischen Stil habe ich auch irgendwo gebaut. Und deswegen, das Ding fand ich von den Bauten sehr gut und das hat mir Spaß gemacht. Das war für mich ein Bau-Add-on. Ja, und hier
Das Zulani-Ding ist kein Bau-Add-on für mich, sondern mehr so ein, hier entspanne ich und lebe ich einfach. Ne? Also hier habe ich eine Familie, die ich aktiv spiele. Das passt in der Art und das macht mir halt hier wirklich richtig, richtig viel Spaß. Ich komme hier sehr, sehr gerne wieder hin, weil ich einfach sage, pass mal auf, es ist ein Setting. Ah, Gott, stopp. Wir waren bei den Rechnungen, die man sonst vergisst. Es ist ein Setting, was mir einfach gefällt. Hm? Rechnungen bezahlen und dann. Schlafen gehen. So, sie hat ja einen anstrengenden Tag hinter sich. Da kann sie mal im Meer schlafen. Ich finde auf Dauer das graue Wetter und Schnee anstrengend, wenn es real immer schon so oft trüb ist. Deshalb verkürze ich auch meist den Herbst und Winter. Ja, ja, ja. Deswegen bin ich so gerne hier in Zulani, weil hier ist Winter und Herbst im Prinzip dasselbe wie Sommer und Frühjahr. Ne? Also wir sind ja hier gerade im tiefsten Winter, Tag 9 von 14, und man merkt es nicht. Ne? Also das Ding hier ist immer gleichbleibend, egal welche Jahreszeit man hat. Und das ist das, was mir hier so sehr gefällt an diesem Add-on. Denn ich finde auch, wenn ich Trübe haben will, brauche ich nur da lang zu gucken, da ist ein großes Fenster und plötzlich habe ich die Realität. Gut, heute nicht, heute ist sogar ein bisschen sonnig, aber das Problem ist halt trübe und schlechtes Wetter, so, das hat man momentan öfters, zumindest in diesem Jahr. Und naja, also zu viel Realität sollte es jetzt in diesem Spiel auch nicht sein, finde ich. In der Wüste. Ah, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, du hast eine in der Wüste, sehr schön. Na, da hatte ich am Anfang auch eine. Ich glaube sogar, das war die, die ich am längsten gespielt habe, vor dieser hier. Also mittlerweile ist das hier die Hauptfamilie, die wir spielen. Aber es gab sozusagen davor noch eine Familie, die ich nicht im Stream gespielt habe. Die war in der Wüste. Und da gab es aber das Add-on mit dem Wetter noch nicht. Ne? Also Jahreszeiten kamen später. Tja, so, was machen wir denn hier Schönes? Ah ja, Müll. Komm. Kurz ihren Stammbaum zeigen würde ich gerne, aber ich glaube, dass der nichts aussagend ist. Hier, Stammbaum. Nein. Wir mussten den Spielstand musste ich irgendwann neu aufsetzen, deswegen sieht man es hier nicht. Also, pass auf. Also, Tane ist der Großvater von ihr, von Brigitte. Miri war mit dem Tarnen verheiratet, der fehlt jetzt hier. Daraus kommt Marvin. Marvin hat Nawai geheiratet und da entstand Brigitte. Ja, also, wie gesagt, ich musste den Spielstand einmal neu aufsetzen und deswegen ist der Tarnen nicht mehr drin, hier in dem Stammbaum. Der wäre hier neben Miri zu sehen und da kam, wie gesagt, der Marvin raus und Marvin hat dann auf der Uni die Nawai kennengelernt und mittlerweile sind die ja auch verheiratet und da kommt dann die Brigitte raus. Also kurzum, wenn man hier seinen Stammbaum sieht, dann sieht man das eher. Das hier wäre der Tane. Ja, also damit du das nochmal siehst, so sieht der Stammbaum von denen aus. Und da haben wir auch die Beziehung, bloß dass eben der Tane nicht mehr da ist. Ja, schade. Also es ist wirklich schade, dass wir den nicht übernehmen konnten. Das Witzige ist, er lief und er läuft sogar noch hier in der Welt rum. Nee, Korrektur, ich habe ihn rausgenommen. Er war drin. Als ich den Spielstand neu aufgesetzt habe, war der Tane noch da. Aber ich habe ihn gesehen, wo er ist und ich habe die Figur gelöscht, weil ich sagte, ich möchte sie nicht in dem Spielstand haben. Sie führt nur zu Verwirrung. Und deswegen raus mit ihr. Ja? Es gibt den Tane nur ein einziges Mal. Und er ist leider verstorben. Der große Tane, der alles konnte. Magier, Schauspieler und Co. Tja. Aber ich befürchte, bald
bald, also es wird nicht mehr allzu lange dauern, wird Miri hier ebenfalls sich ihm anschließen im Jenseits. Sag mal, du bist engagiert, um das Haus zu putzen. Die Haushälterin, die Putzkraft, die Reinigungsfachkraft. Schwimmt zum nächsten Auftrag, oder wie? Wo schwimmt denn die hin? Und nachher rechnet die wieder Stunden an Arbeitsleistung ab. Ja, 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 ich kenne das doch. Du hast keine Lust mehr. Ja, du, guck mal, jetzt will sie auch noch wegfliegen. Das ist doch wieder mal typisch. Es ist doch mal wieder typisch. Aber gut, sie war fertig. Ich habe die Meldung nicht gesehen. Sie war aber schon fertig. Aber die ist ja mal eine richtig gute Schwimmerin. Muss mal. Wieso war die fertig? Und warum? Achso, ich muss das wegwerfen. Die war fertig, ja klar. Weglegen. Huch. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Irgendwas ist mit meinem... Oh, er ruckelt gerade. Okay. Alles gut, der Papierkorb hing wohl gerade. Kleine Animationsprobleme. So, wir kriegen die 10 Dollar, bevor er das weggeworfen hat. Egal. Okay, hier hängt ja auch das Bild mit dem Plaudern, mit Ballkicken mit Brigitte hängt hier auch irgendwie gerade. Besonders, weil Brigitte gar nicht da ist. Ach doch, noch ist sie da. Sie geht aber gleich. Nee, sie war nicht da, weil sie war in der Schule. Und sie hat ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Immer gut. Huch. Achso, Öko. Wollte gerade sagen, was ist denn das? Öko. Dieses Leuchtende vor seiner Brust. So, und jetzt funktioniert auch wieder der Papierkorb. Wollte gerade sagen. Geht. So, Flusensieb sagt... Tatsache. Es gibt ein Flusensieb. Das war jetzt aber aufwendig. Die Reinigung hatte es jetzt in sich. Und wir haben jemand als Gast, unseren Technik-Nerd ist es, glaube ich. Reinbitten. Ich höre das Knistern und Putzen eines kaputten Geräts. Oh je, brauchst du Hilfe? Ich bin handwerklich ziemlich geschickt. Immer. Ah, und Elternzeit holst du dir mit Inselim zusammen. Elternzeit ist auch ein nettes Add-on. Ich gebe zu, so viele Kinderchen haben wir damit noch nicht gehabt. Ich sagte noch, die Katze ist in Ordnung. Warte mal. Ja, Ruben spenden ist immer gut. Aber trotzdem, ich muss mal ganz kurz hier... Hi. So, du kommst rein. Ich gehe mal kurz die Katze belehren, dass die nicht kratzen darf. So, wir meckern jetzt mit der Katze. Du böses Tier. Ja, also wie gesagt, hier dieses Elternzeit ist auch sehr schön. Finde ich, integriert sich hervorragend in das Spiel, so dass man im Prinzip gar nicht merkt, dass es da ist. Und dann ist das DLC sehr gut. Weil man hat nicht den Eindruck, dass es aufgesetzt wirkt. Es wirkt halt als Teil des Spiels. Deswegen, das ist eine gute Entscheidung. Und was du dir als drittes, weil du musst ja immer drei für diese Bundles kaufen, das musst du mal sehen, was dich noch so interessiert. Es gibt ja noch etliche DLCs. Und ich weiß ja gar nicht, welche du alle hast. So, die Theater AG hat eine prophetische Vision und ist mit dem Ende des Stückes nicht mehr zufrieden. Schade. Es muss ein neues Ende her. Der Lehrer möchte, dass Brigitte einen fröhlichen Monolog für das Ende des Stückes schreibt, aber Brigitte findet, ein Lied wäre ein schöneres Ende. Soll Brigitte einen glücklichen Monolog schreiben oder das Stück mit einem Lied beenden? Eure Entscheidung, wenn ihr wollt. Also ich glaube, ich wüsste, was ich nehme. In so ein Liedchen auf den Lippen. Ha.
Ich glaube, wir nehmen mal das Lied. Heute. Jetzt. Sozusagen. Fröhliches Lied schreiben. Komm, wir machen es einfach mal. Fröhliches Lied. Okay, jetzt hast du es geschrieben, als ich schon geklickt habe. Ich danke für das Schreiben. Der Lehrer ist nicht glücklich über das Lied, aber es bleibt keine Zeit, um noch etwas zu ändern. Das Publikum dagegen ist begeistert von dem Song und viele summen noch die Melodie, als sie das Theater verlassen. Brigitte erhält Ruhm für die harte Arbeit. Also war das eine wunderbare Entscheidung und es war auch die letzte für heute, denn wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, Packs aufschreiben, was ich schon habe. Das muss man wirklich mal machen. Aber wir machen trotzdem jetzt mal einen Cut vom Spiel.